Regionalligist und Kirchner 507. In der Halle als starkes Team bekannt, aber heute jetzt ja nicht unbedingt nominell der Favorit, ist sofort in die Endrunde eingezogen. Ich denke mal, den Wechsel auf der Trainerbank habt ihr ja noch nicht vollzogen, Damien Schäfer. Du bist heute also noch auf der Bank gewesen und demnach wahrscheinlich auch entsprechend zufrieden, ne? Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung, aber insbesondere mit dem Auftreten hier als Einheit. Und da möchte ich auch ganz besonders die Leute hervorheben, die hier auf der Tribüne Platz genommen haben und zahlreich erschienen sind. Die Jungs um dem ganzen Team herum, die hervorragende Arbeit leisten. Und ja, heute hat es richtig Spaß gemacht. Und natürlich sind wir hier mit Ambitionen hingekommen und haben es als A-Ligist, denke ich, ganz ordentlich hinbekommen. Ich sag mal, ich habe hier eben sogar schon mal so hinter mir Leute gehört, die gesagt haben, also für mich spielen die jetzt auch in der Endrunde echt eine Rolle. Und das ist natürlich dann was, ich meine, das braucht euch ja nicht als Druck zu belasten, aber das heißt auf jeden Fall ja schon mal, dass ihr heute einen Eindruck hinterlassen habt, der Leute das glauben lässt. Alles Step by Step. Erstes Ziel war, da bin ich auch ganz ehrlich, war als Erster diese Runde zu überstehen. Den Ehrgeiz hatten wir, aber auch die Portion Demut, dass ich jetzt sage, jetzt schauen wir mal, dass wir die nächsten drei Spiele souverän gestalten und dann sind wir im Halbfinale und dann wissen wir alle, ich aus meiner Vergangenheit sowieso, da gehört immer eine Menge Glück zu. Ne? Und dann schauen wir mal weiter und natürlich, ich habe eben, der Jan Luka hat auch gesagt, das ist der einzige Titel, den man holen kann, den einzigen Pokal, den man in der Hand halten kann, das habe ich den Jungs auch gesagt und es wäre vermessen zu sagen, nö, wir haben keine Ambitionen, wir fahren einfach so hin. Unkirchen ist bekannt, guckt euch die Agenda der letzten Jahre an, den Titel mit zur Einrohrstraße zu nehmen. Ja klar, wie gesagt, das hat auf jeden Fall jetzt heute einen Eindruck hinterlassen, der das alles andere als unmöglich erscheinen lässt. Zumal ihr jetzt ja auch das konnte man heute ja sehen, ein paar Spieler dazu bekommen habt, die jetzt in der Halle da nicht unbedingt euch dran hindern. Ne? Um es mal vorsichtig auszudrücken. Ah, das hast du wirklich sehr vorsichtig ausgedrückt. Natürlich bereichern uns die Leute, aber die haben wir jetzt nicht wegen der Hallenstadtmeisterschaft geholt, sondern wir haben ja natürlich auch noch andere Ambitionen außerhalb der Halle. Und da bin ich, es ist ja ein offenes Geheimnis, dass ich nur noch bis zum 10.01. den Interimscoach mache und danach mich um das ganze Organisatorische drumherum wieder bemühe. Und ja, die ersten Steine wurden jetzt gesetzt. Jetzt gilt es da noch Einigung mit den Vereinen zu treffen. Und dann schauen wir mal, was in der Endrunde geht. Und darüber hinaus natürlich dann in der Rückrunde, hatte ich ja schon mal gesagt, am besten mit ein bisschen Euphorie dann ins neue Jahr starten. Klar, was gibt es besser, als wenn man so eine Interimstrainertätigkeit damit beendet, dass man einen Pokal in der Hand hält? Das wäre wunderschön. Okay, die Antwort bekommen wir alle am 7. Januar entweder hier in der Halle oder natürlich auch live bei Fußball im Ticker und in den Video-Highlights. Ganz genau. Bis dahin, alles Gute. Der TuS Wickrath hat die Zwischenrunde erreicht in Gruppe 3 der Hallenfußball-Stadtmeisterschaft. Verantwortlich war heute der Co-Trainer Gianluca Nura. Du hast dann zwar dein Chef neben dir sitzen gehabt, aber der hat es heute rausgehalten, oder? Ja, komplett. Wir haben vorher besprochen, dass er sich in der Halle komplett raushalten will, mir mal die Chance gibt, als Cheftrainer zu fungieren. Finde ich, hat gut geklappt. Wenn man jetzt im ersten Spiel angeht gegen Schalke Ohnkirchner, mit viel Unterstützung, mit auch den Winterneuzugängen, auch aus Meinrad, die beiden aus der Landesliga, viel Erfahrung, viele Techniker auf dem Platz, wo wir gemerkt haben, okay, erstes Spiel unangenehm. Ohnkirchner hat schon das Spiel gegen Güderath vorher, wo sie klar gewonnen haben, sich einspielen konnten. Nichtsdestotrotz fand ich, haben ein gutes Spiel gegen Ohnkirchen gemacht, lange mitgehalten, lange 1-1 gehalten und in den letzten 10 Sekunden durch eine Pechsituation 1 gegen 1 dann den unglücklichen Gegentreffer bekommen haben. Haben uns dann gesteigert, zwei Spiele 3-0-8, kamen immer besser rein und haben mit 3-0-8 und Fan so unseren Flow bekommen. Und letztlich gegen Güderath, wo ich auch sagen muss, Respekt, dass sie überhaupt angetreten sind bis zum Ende, dass sie es durchgezogen haben und auch mit Humor genommen haben. Sind wir am Ende verdient in die Zwischenrunde eingezogen. Ohnkirchen hat einfach die Nase mit vorn gehabt, abgezockter gewesen und Glückwunsch an Ohnkirchen erstmal für das Erreichen der Endrunde. Und wir kommen am Donnerstag wieder. Was man in den ersten Tagen ja auch schon mehrfach gehört hat, der Spielplan ist natürlich insofern ja manchmal ein bisschen schwierig, weil relativ früh an allen Tagen jetzt die beiden Favoriten und auch die beiden Mannschaften, die letzten Endes dann weitergekommen sind, gegeneinander gespielt haben schon. Sodass so ein bisschen man auch um dieses Erlebnis dieses letzten Spiels hier beraubt wird. Ist das eine Sache, die ihr dann auch so in euren Tagesplan mit einbezieht, dass man dann, ihr musstet ja dann, weil es ja euer erstes Spiel war, dann gegen Ulrich direkt voll da sein. Da hat man natürlich einen Vorteil, wenn man schon ein Spiel hatte. Wir wussten natürlich, wir werden voll gefordert, werden die Halle gegen uns haben, das wussten wir. Haben den Jungs auch in meiner Kabine gesagt, dass uns mit Ulrich direkt ein Brett erwartet in der Hallenmannschaft, mit einer starken Hallenmannschaft Ulrich.
Nichtsdestotrotz würde ich sagen, vor allem für unsere jungen Jungs, ne, mit zwei, drei erfahrenen Spielern haben sie es wirklich gut gemacht. Alles aufgesaugt und am Ende mit Pech halt verloren gegen Ohnkirchen. Gegen, wie gesagt, starke Ohnkirchner, denen ich auch in der Endrunde sehr viel zutraue. Nichtsdestotrotz geht es halt Donnerstag für uns weiter. Das nehmen wir an. Ist für uns jetzt Donnerstag 5 Endspiele. Jeder gegen jeden und dann wollen wir auf jeden Fall in die Endrunde einziehen. Ich wollte gerade sagen, das ist ja jetzt die Zwischenstation, kann ja auch, da gibt es natürlich auch immer mal so die eine oder andere Sichtweise, aber es kann ja auch ein Vorteil sein, diesen zusätzlichen Spieltag hier zu haben, genau, sich einzuspielen. Wenn man darüber dann die Endrunde erreicht, dann wäre es ja nicht das erste Mal, dass Mannschaften dann auch Stadtmeister geworden sind. Genau, ne? Ja, wir nehmen es auf jeden Fall an, Donnerstag, wir fahren hier Donnerstag hin und wir haben von Anfang an gesagt, wir fahren hier hin mit Ambition, wir wollen Stadtmeister werden, das muss man so offen sagen, wir fahren hier nicht hier hin, um einfach mal lustig mitzukicken, wir haben Ambition, wir können so einen Titel gewinnen. Ich würde sagen, den schnellsten Titel. Und das wissen die Jungs auch. Klar, heute war schwierig, aber wie gesagt, gegen eine starke Ohnkircher Mannschaft am Ende unterlegen gewesen. Nichtsdestotrotz darf man auch einen Rot-Weiß-Fan nicht kleinreden, die in den letzten Jahren auch vor der Pandemie in der Halle immer für Furore gesorgt haben. Und wir sind Tabellenzweiter geworden, souverän. Und so nehmen wir es jetzt an am Donnerstag. Okay, dann sehen wir uns am 5. Januar wieder. Danke. Bis dahin erfahren Leute, gegen wen ihr dann ran müsst zum Beispiel. Natürlich weiter. Wir nehmen alles an. Danke sehr, Sascha.